Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen uns heute mal einen neuen Simulator hier anschauen. Was heißt neuen Simulator? Der ist schon etwas älter. Und zwar ist das Ganze noch eine Beta vom Metro-Simulator. Diesen könnt ihr kostenlos runterladen und euch das Ganze mal schon mal anschauen. Ihr findet das Ganze in der Videobeschreibung. Während der Zug jetzt hier einfach mal schon vorfährt, kann ich hier ganz in Ruhe quatschen. Ah, das ist großartig. Ich bin zufällig drauf gestoßen, weil ich das Ganze bei YouTube gesehen hatte. Es wurde mir vorgeschlagen, dachte mir so, cool, das möchte ich mir selber gerne mal anschauen. Und ja, gesagt, getan, das machen wir uns heute. Es gibt dieses Programm, was ihr, wie gesagt, kostenlos runterladen könnt, und zusätzlich natürlich noch Fahrzeuge. Hier zum Beispiel sind wir jetzt aktuell mit der MVG Typ A unterwegs, der uns jetzt, wie gesagt, gerade jetzt hier zur Haltebahn fährt, in einer fiktiven Streckennetz, fiktiven Strecke. Da kann man noch nicht so wirklich wissen, wie geht's weiter? Wird das Projekt überhaupt noch bearbeitet? Und dadurch, dass das Ganze natürlich schon eine ganze Weile im Beta-Status ist, ist man da noch nicht so 100% sicher. So, jetzt hat die Türen allerdings, oder? Nee, hat er. So, okay. Jetzt dürfen wir wieder selbst jetzt Hand anlegen. Das bedeutet, wir machen jetzt nicht die Türen auf, lassen die Fahrgäste mal einsteigen, die natürlich nicht vorhanden sind. Genau, da könnt ihr euch zum Beispiel hier das Fahrzeug hier runterladen und könnt ihr das natürlich dann selbst testen, wenn ihr da Bock drauf habt. Es gibt noch Straßenbahnen, andere Stadtbahnen, fiktive Stadtbahnen, die man hier noch fahren kann. Es gibt verschiedene Karten, die ihr hier fahren könnt. Das halt alles für kostenlos. Die Grafik ähnelt so ein bisschen, muss ich sagen, an ja, so einem Mix zwischen dem Microsoft Train Simulator und Susi. Bitte zurückbleiben. Aber an sich, wie gesagt, ist es ja nicht verkehrt. Ne? Also, so, wir fahren mal selber und können natürlich auch mal uns ins, ja, ins ja, Fahrgastbereich mal bewegen, und ihr seht schon, das sieht echt putzig aus. Nicht gedacht, dass es sowas gibt, ja. Es läuft auch echt gut. Wir spielen das Ganze hier in 4K. Also ihr seht, es läuft flüssig. Ich nehme das Ganze auch in 4K mal auf. Kann ja nicht schaden, wenn ihr euch das Ganze dementsprechend mal richtig schön angucken könnt. Es gibt hier KI-Fahrzeuge, die hier fahren. Menschen allerdings sind noch nicht vorhanden. Und das ist halt das Problem. Man weiß jetzt nicht. Ich habe diesbezüglich vom Entwickler her nichts finden können, der mir jetzt zum Beispiel jetzt sagen könnte, ja, passiert da jetzt sowas? Oder ist das jetzt ein Projekt, was immer mal wieder geupdatet wird? Denn die Abstände zwischen den Updates, die können schon mal so ja, mindestens ein halbes Jahr betragen und alles sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass die Entwicklung hier immer weiter voranschreitet oder so. Also das ist halt dementsprechend nicht vorhanden. Von daher weiß ich nicht, wo die Reise hingeht. Dafür, dass es halt komplett kostenlos ist, hat man auch keine Möglichkeit, irgendwie die Entwickler in der Richtung anzuschreiben, ihn irgendwie zu supporten, dass man jetzt da sagt, so spendentechnisch oder sowas, dass man da irgendwas bezahlt. Also auch hier findet man eigentlich nichts groß. Was ich persönlich doch ein bisschen sehr schade finde. Denn solche Projekte müssen unterstützt werden. Das ist jetzt nicht so ein billiger Klon, wie wir das Ganze schon kennen, jetzt hier aus den ganzen Android-Spielen oder diesen billigen Quatsch, den man hier auf Steam manchmal so bekommt. Ja, sondern das sieht hier schon alles wirklich hochwertig aus. Und wer Susi gespielt hat, der weiß, was ich meine, wenn ich sage, dass da der Grafikstil, der schon sehr, sehr ähnlich rankommt. Die Fahrzeuge sehen fantastisch aus und ich bin ja selbst nun Susi-Fan, ich spiele gerne Susi. Ja, also da kann man in dem Punkto absolut echt nicht meckern. Und das macht das hier wirklich, wirklich toll. Man sieht ja zwar auch natürlich keine Fahrzeuge, die jetzt hier irgendwie rumfahren oder irgendwelche Sachen, die sich jetzt hier bewegen. Das ist hier alles schon sehr, sehr statisch gehalten. Ja, aber wir haben hier richtige Streckennetze, ja, also die wir hier fahren können. Aber da muss man sich so ein bisschen mit dem Wiki ein bisschen auseinandersetzen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt hier groß jetzt an die Hand genommen werdet. Ihr habt jetzt hier zwar alle Seiten die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel euch hier bestimmte Bahnhöfe zum Beispiel hier einsehen könnt, so stellwerktechnisch. Ja. Es gibt dann auch hier unten noch die Möglichkeit, dass ihr euch so direkt so eine Stellwerkansicht
hier euch anzeigen lassen könnt. Wer sich damit natürlich so ein bisschen auseinandersetzen kann, ja. Dadurch, dass ich das jetzt erst wirklich vor ein paar Stunden entdeckt habe, konnte ich mich damit jetzt noch nicht so wirklich warm, oder konnte ich persönlich jetzt nicht wirklich warm werden damit. Es ist auch so, dass es mehrere Spielmodis gibt. Also es gibt einmal den Arcade-Mode, den wir jetzt hier aktuell haben, um das Ganze erstmal so ein bisschen entspannt zu zeigen. Und dann gibt es den Simulations-Mode. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier dementsprechend halt auch die Fahrzeuge wieder richtig aufzurüsten, wie man es halt kennt, ja, von den anderen Simulatoren. Also das wirkt alles schon sehr, sehr hochwertig hier. Das ist jetzt hier kein Produktvideo oder sowas, ne? Also davon habe ich gar nichts, ne? Aber so im Großen und Ganzen sieht das schon echt, und das fühlt sich auch extrem gut an, ja, also ist von der Steuerung auch relativ simpel. Ihr habt die Tasten Q, W, A, S, ja, Bild hoch und Bild runter, ja, es ist zum Kamera, die Pfeiltasten, ja, das ist zum Vorne und Hinten, den Motor starten, zum Beispiel mit STRG F4-Taste drücken, und dann habt ihr bei Punkt und Komma dann die Bremse, und das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr braucht, Punkt und Komma, weil so fährt der Zug. Also er gibt halt immer Stoff, und ihr müsst das dann mit der Bremse halt so ein bisschen einstellen, wie das Ganze dementsprechend funktioniert halt. Dann, wie gesagt, mit den Tasten 1, 2, 3, 4, 5, da könnt ihr natürlich die Kameraposition wechseln, und auf den Numpad-Tasten könnt ihr euch dann dementsprechend noch im Fahrzeug hier umschauen. Und hier, ne, wer so ein bisschen Lotus so unterwegs ist mit Tram München, ne, der erkennt das Ibis-System natürlich sofort wieder. Also sind schon coole Parallelen da. Also, das muss ich schon sagen. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt nehme ich den Speed weg, ja, und jetzt fahren wir hier schon in unseren Haltebahnhof hier ein. Ja, Zugsicherheitssysteme gibt es hier nicht. Also wie zum Beispiel SIFA oder sowas. Aber das wäre zum Beispiel so ein Future, was wahrscheinlich dann irgendwann mal dazukommen könnte, wenn das ganze Ding dann halt irgendwann mal fertig ist. So, und mit der Position 1 und Ende-Taste gehen die Türen auf der rechten Seite frei, für die Einfügen-Taste und entfernen die Türen dann für die linke Seite, ja, sodass ihr das dementsprechend anpassen könnt. Mit der Num-Block-Taste, mit dem Sternchen, da könnt ihr dann das Ziel schildern, was wir hier vorne haben, ne? Das könnt ihr natürlich noch manuell schildern. Ja, und sonst, wie gesagt, hier hinten das komplette Fahrzeug. Also leichte Animationen sind hier, wenn wir uns das hier angucken, da sehen wir, ne, den Metro-Simulator Beta, ja, Beta 3 aktuell. Aber wie gesagt, die Abstände zwischen den Betas, der ist schon riesengroß. Es wirkt alles so, als ob das so ein Ein-Mann-Projekt ist, der das Ganze alleine hier so ein bisschen aufzieht. Was ich persönlich aber, ja, in der Regel nicht verkehrt finde. Ja, warum halt nicht? Aber das dauert dann halt auch dementsprechend seine Zeit. Schön ist, dass er das Ganze halt zum Beta freigibt, dass man sich das Ganze angucken kann. Aber wenn man so auf der Website ist, die Website wurde das letzte Mal 2018 bearbeitet. Also, das ist so das, was ich meine. Ich weiß nicht, ob jetzt an diesem Projekt aktiv noch gearbeitet wird oder ob das Ganze jetzt halt weitergehen muss, die Website zum Beispiel jetzt einfach nicht bearbeitet wird. Das weiß ich da jetzt nicht. Aber so auf jeden Fall, so der erste Blick, sieht es wirklich sehr, sehr stimmig aus. Es gibt natürlich noch Abschnitte, wo wir dann auch unterirdisch fahren. Aber da muss ich natürlich sagen, das Unterirdische sieht natürlich schon ein bisschen sehr, naja, nicht so spektakulär aus. Die Wände sind jetzt natürlich jetzt steril gehalten. Ja, ist jetzt natürlich nichts Besonderes in der Richtung. Schön, dass wir auch die ganze Zeit auf dem kalten Gleis fahren. Okay. Jetzt von vorne irgendwas kommt, dann haben wir ein kleines Problem. Aber ist wohl für zwei Richtungen ausgelegt. Ja, genau.
Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ja, so die Tunnel, wie gesagt, sieht jetzt nicht spektakulär aus. Ne? Das ist dann halt schon ein bisschen sehr trostlos, kann man sagen. Wir haben noch die Möglichkeit, dass wir hier einen Erkundungsmodus haben, wie bei dem Microsoft Train Simulator, dass wir einfach so durch die Karte so durchgehen können. Aber wie gesagt, es gibt auch einen Szenariemodus und auch könnt ihr euch weitere Missionen zum Beispiel runterladen. Also auch auf der Wiki-Seite gibt es diese Funktion, dass ihr euch das da dementsprechend runterladen könnt. Inwieweit man das jetzt selbst machen kann, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt gerne meinen eigenen Content jetzt hier hin, da bin ich mir auch nicht schlüssig. Diese Dateien, die ihr da reinkopiert, das sind einfach so minimalistisch kleine Dateien, dass ich da eigentlich sagen würde, eigentlich funktioniert es, ja. Aber es steht jetzt nirgendwo geschrieben, wie es halt funktioniert. Ja. Das ist zum Beispiel sowas, was ich dann immer ein bisschen schade finde, dass gerade solche Sachen immer echt übersehen werden. Was ich persönlich wirklich sehr, sehr schade finde. Weil hier wirkt es irgendwie, steckt hier viel Liebe drin. Aber am besten kann man das wahrscheinlich vergleichen. Kennt jemand von euch noch den V-Bus-Simulator, den es damals gab? Das war ja der allererste Bus-Simulator, den ich jemals gespielt habe. So ein bisschen in der Richtung könnte man das tatsächlich eintakten. Ich weiß es noch nicht, also ich bin mir da noch nicht so 100% sicher. Wir werden uns bestimmt noch so die ein oder andere Folge von dem Metro-Simulator anschauen, denn es gibt halt noch Fahrzeuge, die ich mir runtergeladen habe, die möchte ich gerne zeigen. So vom deutschen Raum gibt es eher weniger zu sehen, da gibt es insgesamt zwei an der Zahl. Wie gesagt, einmal hier den Typ A von der MVG und dann gibt es nochmal was aus Köln und ich denke mal, da ist bestimmt der eine oder andere ziemlich heiß drauf, deswegen werde ich mir das da auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, sonst haben wir natürlich aus aller Welt haben wir ein bisschen was dabei. Von daher denke ich mal, werden wir uns da vielleicht so noch die eine oder andere Folge hier von dem Metro-Simulator anschauen. Aber mir ist natürlich eure Meinung mal persönlich wichtig. Wie seht ihr das Ganze? Hätte das Ding wirklich Potenzial oder ist es jetzt nur meine Retro-Perspektive, die wieder sagt, so, ach komm, weißt du, Lotus oder weiß ich nicht, Omsi. Keine Ahnung. Dann nutzt das mal. Schreibt das in die Kommentare, wie ihr das Ganze so seht. Aber ich finde, das Ganze hier läuft echt rund. Wir haben hier flüssige 60 FPS in 4K und das läuft tadellos. Ja, also wie gesagt, wir haben zwar keine Menschen, die hier irgendwie rumlaufen oder irgendwelche großartig bewegten Objekte. Wie gesagt, KI-Verkehr gibt es jetzt gerade nur mal wieder nicht. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Wisst ihr ja, wie das immer so ist. Und auch da gibt es halt absolut keine Schwierigkeiten. Also das ist schon interessant. Jetzt fahren wir hier ein bisschen unterirdisch. Ja, ist ja super. Dann nehmen wir mindestens hier noch alles mit, wie ich euch mal so aus allen Perspektiven immer so ein bisschen was zeigen kann. Das ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, also so weit dazu. Es gibt halt in den Optionsmöglichkeiten, habt ihr halt noch die Möglichkeit, zum Beispiel euch die ganzen Tasten anzeigen zu lassen. Und das sind wirklich ein paar Tasten, die ihr da wieder verstellen könnt. Also das wirkt schon alles sehr, sehr ausgereift. Es gibt wohl auch schon für die eine oder andere Strecke so Ansagen, die man sich dann dementsprechend noch runterladen kann und dazu schalten kann. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht, weil ich mich ja selbst erstmal damit so ein bisschen auseinandersetzen muss, wie das Ganze dementsprechend so funktioniert.
Aber es gibt jetzt halt auch am Ende keine richtige Auswertung oder sowas. Ja, ob ihr jetzt so gut gefahren seid, ob ihr zu schnell wart, ob ihr zu langsam wart. Ja, es ist auch kein deutsches Signalsystem, was wir hier haben. Also das ist jetzt schon alles ein bisschen anders hier. Und für Leute zum Beispiel, die ein bisschen faul sind oder sowas, die können sich natürlich hier auch einfach den KI praktisch den Zug übernehmen lassen. Dann fährt die KI hier nämlich weiter. Was nämlich am Anfang ja jetzt von der Folge jetzt ja passiert ist, da hat die KI dann praktisch den Zug aufgerüstet und ist selber gefahren. Also das könnt ihr natürlich einstellen, indem ihr die Taste C drückt. Genau. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen, weil es wahrscheinlich zu klein ist für euch, aber für Leute, die 4K jetzt zum Beispiel haben, unten links steht da jetzt ein AI jetzt in Klammern. Und dementsprechend würde jetzt praktisch die KI den Zug übernehmen. Also das funktioniert ja auch. Bitte zurückbleiben. So, und Abmarsch. Hier unten sehen wir zum Beispiel den ganzen Zugverband, den wir jetzt hier aktuell haben. Also ist ja einfach nur was runter. Ach, hier oben sehen wir zum Beispiel Lab, Control und AI. Ja. Das ist schon ein sehr, sehr ausgeklügeltes System hier. Wie gesagt, wahrscheinlich werde ich absolut hinterherhängen. Aber ich habe das jetzt, wie gesagt, halt wirklich nur durch Zufall jetzt auf YouTube gesehen und dachte mir so, cool. Das sind so Sachen, die ziehen einfach an einem vorbei. Zu Unrecht leider. Viel zu Unrecht. So, und so wie es aussieht, sind wir auch schon angekommen. Da sieht es nämlich aus, als ob da nämlich unser Endhaltepunkt ist, oder? Nee, das ist Ostpark. Also bis Ostpark ging meiner Meinung nach nichts. Aber dafür gibt es die Taste 9, dass wir mal so hinswappen können. Ah, das sieht hier schon sehr aus wie ein Abstellplatz hier. Aber ne, guck mal, hier geht's weiter. Das ist halt einfach nur ein Abstellplatz, den wir da so haben. Und ihr seht, also nichts mit großen Nachladen oder sowas. Bitte zurückbleiben. Zum Beispiel steht auch in der Wiki drin, wie ihr bei den ganzen Schildern jetzt zum Beispiel mit dem S, ja, wie schnell ihr da fahren dürft und alles sowas. Also jetzt sind wir hier gerade so im Weichen. Also ich denke mal, 30 sollte in Ordnung sein. Sehen. Das ist früher am Morgen, deswegen stehen die Züge hier alle, aber sie werden halt alle auch wirklich gleich mitgeladen. Also wenn ihr euch einen Zug runterladet, dann ist es halt auch so, dass wirklich ihr Szenarios mitladet, also mit runterlädt, das macht er automatisch und dementsprechend sind dann halt ja, diese Fahrzeuge auch alle mit drin. Also nicht jede Strecke bietet jetzt zum Beispiel jedes Szenario für diese Fahrzeuge. Ja, das kommt auch noch dazu. Also falls ihr euch ein Fahrzeug runterladen solltet, dann achtet auf den Typ, den ihr euch runtergeladen habt. Steht hier was dran? Ne, Symbole zentral. Also das sind jetzt auch nicht nur kurze Teststrecken, ne, wie man hier so sieht.
Ja. Aber wie gesagt, das wollte ich euch zeigen. Das, was ich im World Wide Web gefunden habe. Dieser Flash. Kennst du da eine von euch? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten. Falls ihr davon schon mal irgendwie irgendwas gehört habt. Wie gesagt, alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Packe ich euch alles rein. Falls ihr, wie gesagt, selber mal fahren möchtet. Ich persönlich kann es empfehlen. Also dafür, dass es sowieso für lau ist, sollte man auch wirklich mal reinschauen. Das waren auch nicht wirklich viele MBs. Ich glaube, wenn es hochkommt, lass es 400 MB gewesen sein oder sowas. Und dann nochmal den zusätzlichen Content, den ihr dann runterladen könnt, wie Fahrzeuge oder sowas. Da reden wir hier von 20, 30 MBs immer. Also das ist wirklich, wirklich nicht viel. Das war jetzt schon die Notbremse. Das ist ein geiles Bild. Ich gucke, ob das funktioniert, ob ich das Bild da benutzen kann. Aber ja. Bitte zurückbleiben. Jetzt noch reale Strecken dafür. Das wäre großartig. Rotterdam ist irgendwie dabei. Die soll wohl sehr real sein. Ich selbst war jetzt halt noch nicht in Rotterdam, von daher kann ich nicht sagen, ob es jetzt wirklich real ist oder so. Ja, aber vielleicht ja einer von euch, ja? Der kann ja mal was in die Kommentare posten. Auch wenn wir jetzt hier einfach uns mal die Karte jetzt anschauen würden, sehen wir halt wirklich viele Bäume. Das ist ein sehr stark an Forsthausen erinnert. Eigenwerbung. So. Jetzt nämlich einfach mal rausgehen, ne? Also ja, ist für die Verhältnisse ist es okay, ja, also dadurch, dass wir innen auf der Stammstrecke da sind, hat man hier so ringsrum so ein bisschen was gemacht und dann ja, mehr brauchst halt in der Regel nicht. Also manchmal ist der Microsoft, also nicht der Microsoft Train Simulator, sondern der Train Simulator von Dovetail Games schon manchmal, sind die Nebenstrecken schon so krass ausgebaut, dass man sich so sagen könnte, warum, ja, da fliegt das sowieso, also offiziell guckt man doch da in der Richtung nicht mehr hin. Sieht natürlich super schön aus, ja, wenn es natürlich so weit in die Ferne noch detailliert ist. Aber es sind halt so Performance-Sachen, so, die man hätte vielleicht sparen können, um die Performance allgemein ein bisschen zu verbessern. Gibt ja nun mal nicht jeder hat einen High-End-PC zu Hause oder sowas, ne? Also das kann man halt auch immer mal so abwägen. Hier ploppt es natürlich ein bisschen auf, ne? Wenn die also jetzt näher kommen. Wir haben auf jeden Fall jetzt unseren Endbahnhof erreicht. So, dann Tür auf. Hier mit der schönen Brücke hier. Können wir jetzt hier noch hochgehen. Und ihr seht hier oben,
zum Beispiel. Ja. Hier fährt zum Beispiel eine andere Linie lang. Und die kannst du halt auch wirklich fahren, diese Linie. Ja. Multiplayer gibt es natürlich nicht, schade. Aber gut, das ist muss auch nicht überall Multiplayer mit dabei sein. Aber wie gesagt, also diese Karte jetzt zum Beispiel, die wir jetzt hier gerade so haben, die bietet halt nicht nur eine Linie, sondern mehrere Linien. Und da könnt ihr euch dann dementsprechend dann selbst dann zum Beispiel aussuchen, ja, was ihr da zum Beispiel jetzt so fahren wollt oder so. Wie gesagt, das war jetzt die Linie C, es gibt jetzt AB noch. Und ja. Ja, wie gesagt, also schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das jetzt zum Beispiel gefallen hat. Würde mich mal brennend interessieren. Ihr könnt jetzt zum Beispiel jetzt hier einfach wieder zurückfahren und dann, ja, haben wir hier praktisch dann unseren Fahrplan noch. Das sind zum Beispiel die Sachen hier, die man sich einplanen, ne, Plan, bla bla bla. Also wann, wo, wie der Plan halt ist jetzt. Und hier sehen wir zum Beispiel, das sind die ganzen einzelnen Bahnhöfe, die zum Beispiel noch ihre Endpunkte haben, Weichen und alles was. Und da könnt ihr das dann zum Beispiel einsetzen. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ja. Und wie muss ich das jetzt praktisch einstellen? Ne? Und sonst haben wir hier unten halt noch den komplexeren, also das Gesamtgleisbild. Ja, aber wie gesagt, das soll jetzt erstmal von meiner Seite gewesen sein. Ich werde mich damit auf jeden Fall die Tage mal jetzt noch so ein bisschen auseinandersetzen. Und werde mal gucken, dass wir noch vielleicht so ein, zwei Folgen davon mal aufnehmen und uns mal andere Züge noch anschauen werden. Wie gesagt, den anderen, den werde ich definitiv noch machen aus dem deutschen Raum. Und ja, dann gucke ich einfach mal, wie es bei euch ankommt, ja, ob ihr davon mehr sehen möchtet. Deswegen schreibt es dann halt in die Kommentare. Mich würde das mal doch brennend interessieren. Und wie gesagt, alles könnt ihr selbst testen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Download-Link. Und ich verabschiede mich jetzt hier, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!